Okay, wo geht der hin? Er rennt weiter. Der Typ verfolgt mich, das gibt's doch nicht. Leute und herzlich willkommen zurück zu einem heutigen 3 Uhr nachts Video. Ihr seht gerade, es ist noch nicht 3 Uhr nachts, aber wir rufen heute um 3 Uhr nachts Talking Tom an, Leute. Wenn ich weitere Charaktere machen soll von Talking Tom, Talking Angela oder sonst was, dann rockt jetzt bitte mal den Like-Button und lasst vielleicht mal 2000 Likes da, Leute. Und checkt mich auch mal gerne in TikTok ab. Ich lade da ziemlich oft Videos hoch. Wartet mal, Leute, mein Handy klingelt. Wer ruft mich um diese Uhrzeit an? Der Darknet-Mann ruft mich an. Was will der von mir? Ja, hallo? Was willst du von mir? Warum rufst du mich an? Wo soll er sein? Ja, aber was will ich jetzt mit der Information? Ja, aber soll ich da hinfahren oder was? Was soll ich damit? Mein Gott, Leute, der Mann aus dem Darknet hat mich angerufen. Er meinte, dass sich Jeff the Killer irgendwo befindet. Sollen wir das Talking Tom Video wann anders machen und sollen wir jetzt da gleich mal hinfahren? Es ist ja nicht mal 3 Uhr nachts, Leute. Wir müssen es machen. Oh mein Gott, er hat mich angerufen und wir sollen Jeff the Killer finden. Lasst uns losgehen und gleich mal hinfahren. Auf geht's. Wir fahren jetzt dorthin. Ich kann gar nicht glauben, dass mich irgend so ein Typ angerufen hat und gesagt hat, dass der Jeff the Killer gesehen hat. Zum Glück haben wir die Drohne dabei und wir werden ihn gleich mit der Drohne suchen, Leute. Ich bin gespannt, ob wir ihn finden. Jeff the Killer am Tag. Es ist nicht mal 3 Uhr nachts, Leute. Ich würde sagen, wir fahren so schnell, wie es geht hin und dann schauen wir, ob wir den Typen bekommen. Bis gleich! Okay, Leute, wir sind wieder mal am Tag unterwegs. Ich kann das gar nicht glauben. Wir sind ja normalerweise wirklich nur um 3 Uhr nachts da. Und ich habe jetzt schon die Drohne hier und der komische, mysteriöse Anrufer hat ja gemeint, dass ich irgendwie Jeff the Killer in diesem Fall befinden muss, Leute. Was ganz komisch ist, hier sind doch irgendwelche komischen LKWs. Hier ist gerade wirklich keiner im Industriegebiet. Und ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt einfach mal rein und dann installieren wir die Drohne. Er ist, glaube ich, wirklich am besten. Was ganz komisch ist, ich weiß nicht, ey, dieser Typ, der mir die Nummer geschickt hat, der war eh schon so vollkommen mysteriös gewesen. Aber wir kommen hier nicht rein. Ich habe jetzt auch ziemlich Angst, hier reinzugehen. Schaut mal, da ist nur ein Code da. Und ich war hier. Es ist alles verriegelt. Gebt euch mal. Ich komme hier nicht rein. Aber er meinte, dass hier drin irgendwo Jeff the Killer sich befinden muss. Ich will hier auch wirklich keine illegalen Sachen machen. Deswegen würde ich sagen, ich habe eine andere Idee, Leute. Ich starte jetzt die Drohne von draußen und wir schauen, ob sich Jeff the Killer wirklich hier drin befindet oder ob dieser Mann vielleicht doch irgendwas Falsches uns geschickt hat. Ich weiß es nicht, Leute. Ich installiere gleich mal die Drohne. Es ist ja die Drohne von Game Master. Ich bin noch nie eine Drohne geflogen, aber wir müssen Jeff the Killer finden. Denkt ihr wirklich, in diesem Wald befindet sich irgendwo Jeff the Killer? Die Drohne ist endlich aufgebaut. Ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, ich steige jetzt ins Auto und nicht, dass Jeff the Killer mich noch sieht. Ihr wisst ja, es ist Tag mittlerweile. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich mal in der App im Handy an. Ich hoffe, dass ich ihn sehen kann. Vielleicht befindet er sich ja wirklich hier drin. Ich weiß es nicht, Leute. Okay, wir starten jetzt die Drohne. Wartet mal. Leute, sehe ich sie gerade richtig? Oh mein Gott, da befindet sich eine weiße Gestalt da drin. Ist dies wirklich Jeff the Killer? Wartet mal. Lass uns mal näher mit der Drohne ranfliegen. Ja, das gibt's noch nicht. Mein Gott. Da sitzt wirklich Jeff the Killer mitten im Wald. Mein Gott, lass uns nicht aus dem Auto aussteigen. Er ist es wirklich, Leute. Was sollen wir machen? Er geht raus. Aber er scheint es nicht zu sehen. Aber die Drohne muss vollkommen laut sein. Er muss sie ja hören. Irgendwas muss da ja nicht stimmen. Warte mal, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ey, so nah sind wir an Jeff the Killer noch niemals rangekommen, Leute. Ihr wisst, ich hatte schon 30 Probleme damit. Warum ist es nicht mal 3 Uhr nachts? Gebt euch mal. Es ist definitiv Jeff the Killer hier im Wald. Ey, das gibt's doch nicht. Der wird doch nicht rausgehen, oder? Okay, wir müssen ihn mit der Drohne irgendwie angreifen. Er wird doch wirklich nicht rausgehen. Er bleibt stehen.
Er setzt sich wieder hin. Was macht er da? Scheint er jetzt wirklich rauszugehen? Oh mein Gott, wir haben wirklich die Möglichkeit. Ich wollte ihn ja schon mal entmaskieren. Vielleicht haben wir jetzt die Chance, ihn zu bekommen, Leute. Er befindet sich immer noch im Wald. Er geht nicht raus. Wir müssen ihn irgendwie anscheuchen. Wartet mal. Lasst uns die Drohne mal ein bisschen näher. Ja, das ist die einzigste Möglichkeit. Wir müssen die Drohne auf jeden Fall ein bisschen näher zu ihm in die Richtung schieben, damit er irgendwas begreift, der Typ. Anscheinend jetzt hat er die Drohne gehört. Oh mein Gott! Leute! Okay, oh mein Gott! Er scheint wirklich die Drohne zu sehen. Leute, er läuft weg! Seht ihr das? Oh mein Gott, er rennt weg. Oh mein Gott, wo rennt er hin? Sofort hinterher mit der Drohne, Mann! Die Drohne ist nicht schneller. Geht er in einen anderen Wald? Oh mein Gott, er läuft wirklich dort. Das kann doch nicht sein. Wo geht er hin? Wie mystisch ist dieser Typ? Das gibt's doch nicht. Es ist wirklich Jeff the Killer, Leute. Er ist es wirklich. Okay, wir haben ihn verloren. Lass uns mal in den Wald fliegen. Wir haben ihn anscheinend echt verloren. Das gibt's doch nicht. Er geht wieder raus. Die Drohne gesehen. Er hat hundertprozentig die Drohne gesehen. Er ist kurz rein. Er ist wirklich kurz rausgegangen und dann ist er wieder reingegangen. Es scheint anscheinend wirklich so, als hätte er die Drohne gesehen. Aber wie können wir ihn anlocken? Er ist ja kein Hund mit Essen oder sonst was. Ganz, ganz, ganz komisch. Okay, er scheint wieder reinzugehen. Oh mein Gott, okay, wir würden ihn niemals bekommen. Das heißt, ich muss jetzt da irgendwie selber reingehen. Er geht immer noch weiter. Oh mein Gott, wir würden ihn niemals bekommen. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Er rennt in die andere Richtung wieder. Okay, ist die Möglichkeit. Lasst uns jetzt mit ihnen mit der Drohne attackieren. Wo ist er? Das gibt's doch nicht. Der Typ, ey, der ist sowas von flink. Er steht wieder nur im Gebüsch, aber er hat die Drohne gesehen. Er rennt weg. Wir haben ihn jetzt. Okay, das heißt, ich muss da wirklich danach sofort reingehen, um ihn irgendwie zu bekommen. Er hat gesehen, dass wir uns auch hier in diesem Wald befinden, Leute. Okay, wo geht er hin? Er rennt weiter. Mein Gott, er geht hinter die Mauer. Mein Gott. Ich hab die Kontrolle über die Drohne verloren. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Der Akku ist auch noch leer. Oh mein Gott, die Drohne geht am Boden. Das gibt's doch nicht. Nein. Ich habe damit nicht gerechnet. Oh mein Gott, der Akku von der Drohne ist leer. Er geht am Boden, Leute. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Die Drohne war komplett teuer. Sie gehört Game Master. Oh mein Gott, diese Drohne hat über 100. Nein, die hat sie gekostet. 900 Euro. Oh mein Gott. Nein, nein, das gibt's doch nicht. Jeff the Killer holt sich wirklich die Drohne. Oh mein Gott, er hat sich wirklich die Drohne geholt und rennt damit weg. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Er hat sie. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Game Master bringt mich komplett um. Wisst ihr, was das jetzt heißt? Wir müssen irgendwie bekommen. Wir müssen jetzt mit der Kamera reingehen. Wir müssen ihn so schnell wie es geht bekommen, Leute. Auf geht's. Okay. Er müsste in die Richtung gegangen sein. Ab in die Richtung, Leute. Findet er sich nur? Das gibt's doch nicht. Kann er nur sein? Komisch, Leute. Er befindet sich nicht hier. Mein Gott, er hat die Drohne von Game Master. Wisst ihr, was die Drohne kostet von Game Master? Sie kostet einiges. Denkt ihr, er kann sich hier irgendwo befinden? Was ist das denn? Oh Mann, ich kann ihn nicht sehen, ey. Aber er müsste sich wirklich, er mag ja Wohnwagen. Nicht, dass er sich hier irgendwo befindet. Ich weiß es nicht, Leute. Kann es doch nicht sein. Ey, wo befindet sich Jeff the Killer? Ihr müsst mir auf jeden Fall helfen, Leute. Was, wartet mal. Ihr sagt gerade, Jeff the Killer befindet sich wirklich hinter mir, hinter diesem Wohnwagen? Hundertprozentig, Leute? Mein Gott, Leute. Da vorne ist wirklich Jeff the Killer und... Jeff the Killer hat meine Drohne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hinterher. Jeff! Gott, wo geht der hin? Oh mein Gott, ey, Jeff the Killer, bleib stehen! Okay, warte mal. Das ist ein Versteckspiel, Leute. Ihr müsst jetzt auf der Seite rauskommen. Das gibt's doch nicht. Welche Richtung soll ich gehen? Jeff the Killer! Oh mein Gott, ey, wo ist er hin? Das gibt's doch nicht! Jeff, bleib stehen, bleib stehen! Okay. Wo muss ich jetzt hingehen? Gott, hinterher, das gibt's doch nicht! Ey, wo ist Jeff the Killer? Jeff! Er ist weg! Jeff the Killer! Er ist weg, oh mein Gott! Oh mein Gott, wahrscheinlich wusste Jeff the Killer die ganze Zeit, wo wir sind. Das war ein Fernglas, oder? Sehe ich da gerade richtig? Da liegt halt wirklich... Leute, da liegt halt wirklich meine Drohne. Das heißt, Jeff the Killer muss sich hier irgendwo befinden, oder was? Okay, Leute, wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Drohne und dann gehe ich sofort weg. Ey, das gibt's doch nicht. Anscheinend war Jeff the Killer wirklich...
Oh mein Gott, da hinten ist wirklich... Oh mein Gott, da hinten ist Chef, die Killer! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, weg von hier, schnell! Oh mein Gott, der Typ verfolgt mich, das gibt's doch nicht! Oh mein Gott, da hinten ist wirklich Chef, die Killer! Schnell weg! Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Schnell ins Auto, ey, das kann doch nicht sein, ey! Das gibt's doch nicht, ey, Jeff, der Killer war wirklich... Oh Gott, der war wirklich hinter mir her. Oh mein Gott, Leute, ich hab zum Glück meine Drohne wieder. Von Chef the Killer, sie gehört ja Game Master, aber er hat mich wirklich verfolgt. Ich weiß es nicht, ob es mit Chef the Killer weitergeht oder nicht, aber nichtsdestotrotz sei gesagt, wir beenden jetzt das Video. Es wird ja noch einer gegrüßt und zwar von Instagram. Chat mich in Instagram da, lass gerne Hashtag Glocke aktiv und Hashtag Comeback TV da. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag wieder mit einem neuen 3 Uhr Nachts Video. Haut rein, Leute. Peace.